Hallo, meine ehrenwerten Corona-verseuchten Zuschauer. Wir sind hier unten links in der Ecke. Alle mal winken. Hi. Ja, da, super, die hören auf mich. Ich begrüße euch zu einem Testlauf für das Spiel Kleines Verlies, das ich gerade entwickle. Beziehungsweise, ich baue ja Dark Souls nach und mache die Regeln ein bisschen anders. Aber so funktioniert Spielentwicklung eigentlich, oder? Ja, Mario war ja nur eine Nachmache von Doki Doki Panic. Oder? Nee, Doki Doki Panic? Ist das nicht Mario Land 2? Also für den NES? Well, der Punkt steht Okay. trotzdem. Wer wie nachgemacht hat, ist doch So. egal. Gut, also wir benutzen hier eine Seite, die heißt roll20.net. Und die hat mir erlaubt, sozusagen, also nicht mir persönlich erlaubt, sondern bei der kann man seine eigenen Grafiken hochladen und dann da drin so Tabletop-Spiele spielen. Und es wird sicherlich hier und da ein bisschen unbeholfen werden. Und das Spiel wird sich so nebenbei laufen. Wir werden hoffentlich so ungefähr eine Stunde, maximal anderthalb Stunden brauchen. Und seht es einfach als kleine Quarantäne-Abwechslung für nebenbei. Und ihr beide auch. Jo. Jo. Gut. Ich werde euch nicht alle Regeln erklären und dann spielen wir, weil das super langweilig ist. Deshalb erkläre ich euch immer die Regeln on the fly, wenn sie passieren. Ich werde selbst oft genug Regeln vergessen, weil so läuft es halt im echten Leben. Und dann gucken wir mal, wie wir das so finden, wie das so passiert. Ihr spielt alleine, sprich, ich bin nur Ja. derjenige, der die Regeln appliziert, weil ich habe zum Beispiel die Encounter, die muss ich mir ausdenken und Fallen muss ich mir auch ausdenken, weil da habe ich keine Zeit für gehabt, das jetzt alle zu bauen, aber das ist nicht so schwierig. Die Regeln sind alle dafür schon definiert. Das ist schon mal cool. Außer bei den Encounter, da gucke ich immer, wie viel könnt ihr ab und so weiter. Was ihr bräuchtet, wäre, dass ihr irgendwie eure Herzen, euer Mana selbst trackt. Auf einem Stück Papier oder so. Ja, na gut, dass du das sagst. Da hab ich Ja. mir meinen Stift. Dann esse ich jetzt einen Keks. Also ich habe die Videos schon angeguckt. Du sagst Ja. aber, das ist okay. Also ich muss das jetzt nicht irgendwie, wie zum Beispiel Breakstar von Limp Bizkit mitsingen können. Also die Regeln. Richtig, Okay, richtig, richtig. Wenn ihr gut. Fragen habt, stellt die Fragen, weil die Zuschauer, die haben ja auch keine Ahnung. Denn man merkt sich ja nicht den ganzen Scheiß, den ich von mir gebe. Warum auch? Mache ich ja selbst auch nicht. Kleiner Würfeltest, könnt ihr das sehen? Ja. Vier. Fast. Ja, eine Fünf halt, ne? Ja, aber sagen wir einfach, Klos Inas. Gut, ich hoffe, ihr habt euch so ein bisschen mit den Skillkarten vertraut gemacht, die ich euch im Vorfeld gegeben habe. Klar. So ein bisschen. Ihr seid, also Ziel des Spiels ist es, den Boss zu besiegen. Es gibt nur einen Boss. Das reicht erstmal. Und ihr müsst einen Dungeon erkunden. Der beginnt hier. Das ist der Boss. Ihr bestimmt fast selbst, wann ihr zum Boss gehen wollt. Aber wie genau, das sehen wir erstmal gleich. Wir gucken uns erstmal an, wer ist denn unser Boss? Und da haben wir hier. Ich hoffe, ihr klappt das. Danke, du bist wunderschön klein geworden. Nog der Nog, Grobe. Nog der Grobe. Genau. Ja, 10 Energie gibt einen Erfahrungspunkt, das ist wahrscheinlich ein bisschen wenig. Hat 3 physische Abwehr, 2 magische Abwehr. Und die 15. Karte, die ihr spielt, spätestens, die wird der Endboss sein. Ihr könnt auch früher zum Endboss gehen, aber bei Dungeon-Karte 15 ist Schluss. Da kommt er auf jeden Fall. Das heißt, ihr habt Okay, und 14, es 14 Räume Zeit, euch stark zu machen. Okay, verstehe. Wie ist denn das momentan? Schaden machen wir null. Okay, das heißt, wenn wir jetzt sofort zum Boss gehen, dann haben wir eh keine Chance. Wir brauchen mindestens eine Richtig. Waffe oder so. Ihr Okay. bekommt eine Startausrüstung. Gut, dass du es sagst. Müssen wir eigentlich auch so ein bisschen Backgrounds und so, also Background-Geschichten, so was treibt unsere Charakter an? Was ist Wenn ihr da, irgendwie. wenn ihr könnt, wenn ihr wollt, könnt ihr eure Charaktere ausspielen. Wenn ihr nicht wollt, dann nicht. Das ist euch überlassen. Also ich bin der Sohn eines Wirtes des lokalen Wirtshauses so.
und stehe aber, habe aber keinen Bock mehr auf jeden Abend bei meinem Vater Krüge schleppen. Und deswegen gehe ich jetzt Abenteuer machen und gehe jetzt in das nahegelegene Dungeon. Es ist voll Anime-Plot-mäßig, ne? Egal. Und zwar mit so meinem besten Freund. Und wir wollen nämlich Geschichten erleben, damit wir quasi dann später Dirnen beeindrucken können. Ah, Dirnen, ja, ja. Oder? Krass. So locker aus der Hose ist es schon ganz gut. Ne? Ja, meine. Ja, ich hab. Ja, sometimes, you know. Wenn du jetzt sagst irgendwie, sag mal schnell was Lustiges, dann. Blank. Kommt aber das einfach. Sag mal kurz einen Background für irgendeinen Charakter. Hm. Also, ah, ja. Martin, dein Background ist, du bist der beste Freund. Ja, okay. Muss anscheinend reichen. Ich bin auch dabei. Ja. Ganz genau. So, jetzt habe ich das erste hier gefunden. Jetzt, diese UI ist so ekelhaft. Wir hätten ja, also ich habe ja eigentlich erwartet, dass du so eine Webcam so auf den Tisch richtest und dann das so. Ist ja auch fast so. Habe ich auch überlegt und dann dachte ich mir aber, nee, das ist ja total bescheuert. Das macht man vielleicht später, aber jetzt so, glaube ich, sieht man, hat man einen besseren Überblick und freut sich mehr. So, jetzt kriegt ihr noch der Lederschutz. Alter, was soll denn das? So, Dankeschön, bitteschön. Hier sind eure beiden Marker. Ihr seht schon, ich habe da ein paar Karten hingestellt, die viel zu groß geraten sind. Ja, haben wir das beide, oder was? So, jeder von euch kriegt als Anfangsausrüstung ein Holzschwert und einen Lederschurz. Okay, cool. Ein Holzschwert und ein Lederschurz, ich sehe es. Ja. Schurz! Ein lustiger Burb. So. Ziehen wir denn die Karten und legen die dann an den Dungeon an oder machst das auch alles du? Das muss alles ich machen. Wir haben es vorher probiert, ob ich irgendwas bewegen kann, aber es geht nicht. Genau, ihr dürft jeweils eine Waffe besitzen, also angelegt haben, eine Rüstung angelegt haben und ein Accessoire angelegt haben. Ihr könnt in eurem Inventar aber alles horten. Und wie viele Skills darf ich auf einmal am Start haben? Alle. Ah, cool. Aber wir fangen an mit 5 Erfahrungspunkte. Das heißt, ihr müsst eure 5 Initial, also die ersten Erfahrungspunkte müsst ihr jetzt ausgeben, bevor ihr Abenteuer startet. Okay. Und da müsst ihr weise sein, weil ihr euch natürlich auch verskillen könnt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier den Feuerball euch gleich holen wollt, was ist da mit dieser Karte los hier? So, den Feuerball holen wollt, dann kostet der 5 Erfahrungspunkte. Nee, Quatsch, wie viel kostet der denn auf Stufe 1? Was? Ja, Stufe 3 steht hier nur, ne? Genau, da habe ich jetzt Stufe 3, 4, Feuerball. Stufe 1. Sag, einmal raufholen auf dem Ding. Ein Erfahrungspunkt. Kostet nur ein Erfahrungspunkt, genau. Da ist ja natürlich, das ist ja natürlich praktisch. So, einmal drehen bitte. Aber es ist natürlich sinnvoll, wenn Alex und ich, wenn wir uns quasi absprechen. Ja, ist oder? Sinnvoll. Das ist in der Regel in solchen Spielen ist das sinnvoll, wenn ihr euch absprecht, ja. Ne, ich meine jetzt auch, wer was skillt. Das ja, meine also, ich nicht. Ja, ich auch. Wir könnten natürlich okay. die klassische Tank-Sorcerer-Kombi machen. Weißt du, einer so irgend so einen fetten Prügel und dann aber Rüstung und zieht alles und der andere steht irgendwie daneben und wämst halt zum Beispiel mit dem Feuerball rein. Ja, okay. Genau. Ihr habt ja Pfeile neben euren Spielerprofilen. Diese stehen für Energie, Mana, Angriff und Geschicklichkeit. Was nochmal? Was hast du davor gesagt, den Satz? Pfeile. Weiß ich nicht mehr. Wir haben was? Was steht für was? Die Herzen stehen für Energie. Ihr habt bisher 5 Energie. Ja. Und ihr habt 0 Mana, 0 Angriff und 0 Geschicklichkeit. Wenn ihr die Sachen aufleveln wollt, kostet es einen Erfahrungspunkt für die erste Stufe. Für die zweite Stufe 2 Erfahrungspunkte, für die dritte 3 und so weiter. Okay, Moment, das ist noch eine, das habe ich in dem Video nämlich nicht so ganz verstanden. Das heißt, um auf Level 2 zu kommen, brauche ich
1, 3. Ja. Und auf 3 zu kommen, brauche ich 6? Oder brauche ich nur, also wenn ich auf 3 will, 3 Erfahrungspunkte? Also insgesamt sind es 15 Erfahrungspunkte, die man verbrauchen kann. Willst du auf Level 1, musst du einen Erfahrungspunkt ausgeben. Willst du dann nochmal auf Level 2, musst du 2 Erfahrungspunkte zusätzlich ausgeben. Willst du auf Level 3, musst du 3 Erfahrungspunkte ausgeben. Okay, also um auf Level 3 zu kommen, brauche ich 6 Erfahrungspunkte. Ja. Genau, insgesamt. Check. Ja. Dann habe ich es auch verstanden. Sehr gut. Gut. Es ist egal, wie stark ihr seid. Ihr macht immer nur maximal einen Schaden. Und plus dafür, die Waffe. Aber die Gegner können euch auch nur einen Schaden machen. Okay. Das geht nur darum, wie gut könnt ihr angreifen. Okay. Aber was heißt es, wie gut? Naja, ihr würfelt ja nachher, beziehungsweise ich würfel für euch. Und die Angriffskraft wird dann bestimmt, wie niedrig ihr würfeln könnt, sozusagen. Okay. Das heißt, wenn ihr 3 Angriff habt insgesamt und ihr würfelt eine 1, dann habt ihr Pech. Dann habt ihr nur 1 gewürfelt. Wenn ihr aber eine 5 würfelt, wird es zur 3. Das heißt, ihr habt eine Deckelung. Wenn der Gegner aber 4 Verteidigungen hat, dann ist es fast unmöglich, seine Verteidigung zu brechen, weil er ja nicht höher als 3 kommt, aber er hat eine Verteidigung von 4. Gut, du machst es schon. Ja. Wichtig für euch ist zu wissen, wenn ihr eine 6 würfelt, habt ihr auf jeden Fall immer einen Erfolg. Okay. Okay, also der, Angriffswert hier, der steht für die Wahrscheinlichkeit zu treffen, nicht für den Wumms, den ich dann hinterherlege. Ja. Für den maximalen Wumms, sagen wir es mal so rum. Ihr macht zwischen 1 und die Deckelung so viel Wumms macht ihr. Und wenn der Wumms die Verteidigung übersteigt, dann macht ihr Schaden. Okay, aber immer nur 1. Plus immer nur 1. Aber die Gegner haben auch meistens nur eine Energie. Okay. Also, und du levelst uns jetzt, oder was? Ihr levelt euch und ihr sagt mir aber, was ihr tun müsst. Ich glaube, ich hole mir mal hier ein Blatt Papier, damit ich hier auch ein bisschen was malen kann. Also, großer Bums ist auch geil, ne? Ich mach hier Minimal Mage, please. Ich hätte gerne bitte Angriff und Leben jeweils um 2 hoch. Das sind ja dann 6 Erfahrungspunkte insgesamt, richtig? Richtig? Ja, du hast doch nur 5, ne? Wieso 5? Ich denke, ich habe 10. Insgesamt habt ihr 10. Genau, dann habe ich jetzt noch 4. Insgesamt habt ihr beide zusammen 10. Ach so. Ach du Scheiße. Also jeder 5. Ach so. Aber jeder, also ihr könnt euch auch einigen, dass einer 6 Erfahrungspunkte ausgibt und der andere nur 4. Na, pass auf. Guck mal, wenn ich jetzt sage, ich gehe zum Beispiel auf Magier und kämpfe eher in der zweiten Reihe und du bist eher weiter vorne, brauchst du nicht dann mehr? Ja, im Prinzip schon. Also ich hätte dann gesagt, weißt, was ich meine, ne? Ich hätte dann gesagt, hier Angriff und Leben hätte ich dann auf 2 und auf 7 und dann würden dir noch 4 bleiben, dann könntest du leveln zum Beispiel Mana auf 2. Ja. Und Leben auch nochmal 1 hoch zum Beispiel. Na, dann machen wir das doch so. Aber denkt dran, wenn ihr Mana levelt und keinen Zauberspruch habt, dann ist auch scheiße. Ja, aber okay, wie können wir später Zaubersprüche kriegen? Na, wie kann ich angreifen ohne Zaubersprüche? Da gar nicht. Okay, deshalb kostet gut. Der Feuerball ja auch nur einen Erfahrungspunkt, damit man zumindest mal einen Feuerball hat. Okay, ich sehe schon. Das heißt, der Martin muss jetzt auch noch... Ihr bekommt ja von den Gegnern Erfahrungspunkte und die könnt ihr dann ausgeben. Okay, Martin, dann brauchst du natürlich den Feuerball. Alles klar, dann machen wir es anders. Dann gehe ich hier auf Angriff auf 2, Leben auf 6, dann habe ich 4 verbraucht, richtig? Richtig. Und dann hast du noch 6, das heißt, du kannst den Feuerball kaufen. Meh. Und dann hast du noch 5, dann kannst du quasi Mana auf 2 machen und vielleicht noch Leben auf 1. Und dann ist doch gut, oder? Oder habe ich gerade einen Rechenfehler? Martin? Ne, ich will gerade, das war ganz schön schnell alles. Ja, ich habe auch nicht zugehört. Was? Okay. Herr also, Spielleiter, tun Sie mal bitte. Machen Sie mal bei mir also, Angriff 2. Bitte? Du willst Angriff, hättest du gern 2. Angriff 2? Das heißt, wir haben einen Erfahrungspunkt ausgegeben und wir haben insgesamt 3 Erfahrungspunkte schon ausgegeben. Ja, und dann Leben auf 6. Das macht nochmal einen Erfahrungspunkt. So,
Also vier sind verbraucht, sechs sind noch da. Und der Martin, der kauft jetzt den Feuerball. Dann hat er noch fünf. Nice. Und er geht dann auf Mana 2. Das sind weitere drei. Yes. Und jetzt hat er noch zwei, richtig? Richtig. Ja. Und dann, ach so. Ah ja, guck an, cool. Dann, genau, dann kannst du ja bei ihm auch irgendwie leben und vielleicht hier diese Geschicklichkeit jeweils um eins hochmachen. Was macht denn Geschicklichkeit? Geschicklichkeit ist wichtig, falls ihr Fallen trefft. Ja. Da würfelt ihr mit eurer Geschicklichkeit auf die Falle. Gut, okay. Das heißt, wenn eine Level 1 Falle kommt, kann ich ausweichen zum Beispiel. Genau. Oder wenn ein Gegner euch Schaden zufügen will und dann könnt ihr statt Abwehr zu würfeln, könnt ihr ausweichen würfeln und dann würdet ihr keinen Schaden kriegen und könntet gleichzeitig noch abhauen. Zum Beispiel. Mhm. Und für jede zwei Geschicklichkeit, die ihr habt, könnt ihr ein zusätzliches Feld gehen. Ah, siehst du, genau. Also, das, okay, deswegen habe ich dir das gegeben, weil dann kannst du dich gut platzieren. Kannst immer so vor den Gegnern weglaufen. Okay. So. Hat er so geplant vorhin. Also, ich habe so auf sowas gewartet, dass das auch dann noch der Sinn dabei ist. Richtig. Gut. Aber gut, dass du es übernommen hast. Dann wenigstens einer, der hier Rollenspielerfahrung hat. Gut, kommen wir mal hier zu eurem Dungeon. Ja. Ich baue euch mal hier eure Dungeon-Karte aus. Ich ziehe jetzt für euch ein paar Dungeon-Karten, die alle wahrscheinlich viel zu groß sind. Nee, doch, die sind richtig, haben die richtige Größe. Ich hoffe, ihr seht die auch. Oh, ich konnte was nehmen. Oh, geil. Und die Nummer 3. So. Jetzt. Heißt, wenn ihr die selbst platzieren könnt, ist das natürlich super. Ihr habt immer vier zur Auswahl. Ja. Und müsst den sinnig oben ranklatschen. Wenn ihr euch verbaut, dann kommt natürlich der Boss. Wenn das die einzige Möglichkeit ist. Nehmen. Das heißt, oben heißt in diese Felder rein. Nein, oben dran. An die Treppe dran. Also das Feld oben ist für einen Kampf später. Ja. Ja, okay. Genau. Ihr dürft die Karten drehen, wie ihr wollt. Ganz kurz, wozu ist denn dieses Zwölferfeld hier oben? Ja, für Kampf. Das ist der Kampf. So, das machen wir gleich. Also, ich nehme mal. Wie gesagt, ich habe wirklich keine Ahnung davon. Mach das nicht. Gut. Okay, los geht's. So, genau. So, wir wollen Prügel und Loot. Was ist zuerst? Wahrscheinlich erst Prügel. Aber jetzt richtig. Nach 15 Zügen müssen wir jetzt quasi zu Norg der Grobe. Genau, dann kommt er. Nach 15 Karten, oder? Also 14 könnt ihr selbst entscheiden und die 15. ist dann Norg. Okay, verstehe. Na gut. Jetzt seid ihr im Kampf. Ihr kommt von unten hinein, das heißt das Kampffeld. Alter, wie kann man denn so eine UI design, dass der Drehplöpsel, der ist genau dort, wo ein Eintragefeld ist. Das heißt, man kann eigentlich, kann man das denn nicht vernünftig hart drehen auf eingerasteten Punkten? Also, nee, kann man nicht. Für uns war das, also für mich ist das mit dem Drehen ganz passabel. Aber. Ja, du hast ja diese zusätzlichen Game Master-Nöpsel nicht. Ja, aber warum drehst du denn das Ding jetzt? Ach so. Ihr kommt von unten rein, das heißt, ihr könnt euch an der unteren Seite frei platzieren, wenn ihr die Sachen hier in die Hand nehmen könnt. Du meinst unsere. Also eure Tokens. Nee. Ich möchte bitte auf die 4. Bescheuert. Was? Wie? Zauberei habe ich gerade. Ich habe ihn mit Zauberei auf die 4 gepackt. Nein, aber wie entscheide ich? Ist quasi, ich muss mir das vorstellen, das Ding ist wie so ein Kampffeld, ja? Richtig, also ihr gehört euch am besten zwei. Das ist ein Raum. Ich lege euch zuerst die Gegner hin und dann entscheidet ihr, wo ihr euch hinstellen wollt. Okay, aber nochmal, das ist ein Raum sozusagen, ja? Ja, genau. Dieses Zwölferfeld. Und ich platziere mich gleich in dem Raum in irgendeiner Form. Richtig. So. Ist halt nicht zu groß. Na, wo ist er denn? Oh, da ist er ja. Was ist denn er für ein Gump? Das ist ein Blob. Habe ich schon gesehen in der hier. Ihr habt einen Blob. Und ihr habt den Klassiker. Den Gulpfisch. Wieso sind das denn zwei Gegner? Da ist nur ein Schwert. Das bedeutet leichter Encounter. Aha.
So, und jetzt hole ich mal noch die beiden Monsterkarten, damit ihr wisst, was die denn machen. Und woher weißt du jetzt, auf welchem Feld was platziert ist? Woher weiß ich was? Woher weißt du, dass die jetzt auf der, was ist denn das, die 9 und die 2 platziert sind? Das denke ich mir gerade aus. Ja, du könntest ja zum Beispiel würfeln. Wie würfel ich denn von 1 bis 12? Ja, mit dem W12. Ach so. Na gut, der Blob geht auf die 9. Ist das jetzt da? Okay, fair enough. Ja, der gut, war schon auf schön. Der 9. Cool. Pass auf, jetzt, und du würfelst jetzt. Der Blob steht auf eine 11. Ah, guck an. Okay. Das wäre jetzt wirklich dann machen wir das so. Gewesen. Genau. Also später aber wird aber anders entschieden, wo die hingehen. Weil das Spiel soll ja nur mit einem W6 spielbar sein. Ach so. Genau. Wo ist denn jetzt der Goldfisch? So, zack. Na, wie groß bist du? Perfekte Größen. Heißt, ihr könnt hier schön sehen, was können die? Sprich, der Blob hat ein Energie, genau wie der Gulpfisch. Beide geben einen Erfahrungspunkt. Der Blob hat 0 Verteidigung, aber eine magische Verteidigung. Beim Gulpfisch ist es genau andersrum. Und ja, also sollte Alex quasi... Ja, ich greife den Blob mit der nicht magischen, mit der magischen Verteidigung an? Genau, und du greifst den Gulpfisch an, weil dem kannst du ja magisch quasi eine draufknödeln. Okay. Aber die Frage ist jetzt, wenn ich mich jetzt platziere auf dem Feld, ja. Ist es egal, wo ich mich platziere? Kann ich von überall angreifen? Dann muss ich immer einem Feld entfernt sein, oder? Also erstmal, die Platzierung ist 1, 4, 7, 10 momentan für euch. Da könnt ihr hin. Woran misst sich das? Ja, weil wir... Weil ihr von unten hier in den Raum reinkommt. Ach so, reinkommt. Von unten, ja klar, logisch, ja, genau. Okay. Hm? Und, ja, was war die Frage? Ob ich von überall, also wenn ich jetzt, ob es jetzt egal ist, ob ich auf der 1 oder auf der 10 stehe, ob ich überall den Gulpfisch angreifen könnte. Nein, oder du hast ja, der Feuerball, da siehst du, der hat eine Reichweite von 1. Ah, ich muss also quasi entweder auf der 10, 8, 6 oder 12 sein, jetzt mal nur als Beispiel. Genau, also alle umliegenden Felder sind erlaubt. Obwohl, das heißt auch schräg, 7, auch schräg. 7 auch, okay, alles klar. Hm? Ja, okay. Moment okay. Mal, was habe ich denn für eine Reichweite? Auch 1. 0. Ich muss also auf dem Feld sein. Richtig. Aha. Weil euer Holzschwert hat eine Reichweite von 0. Okay. Gut, also guck mal, wenn ich jetzt auf die 10... Nee, warte mal. Jetzt mal kurz überlegen. Guck mal, wenn ich jetzt auf die 10 gehe, könnte ich quasi direkt den Gulpfisch angreifen, oder? Also dann sei euch noch gesagt, die Gegner greifen zuerst an. Scheiße. Die müssen sich aber auch erstmal bewegen, oder? Im Zweifel. Was müssen die? Also wie ist denn das? Können die sich bewegen und dann angreifen? Oder können... Wie? Richtig. Ihr seht ja hier unten bei den Karten, da haben die Verhaltensweisen. Der Blob wird einen Schritt Richtung nächstbesten Spieler gehen. Und dann dort versuchen, mit einer Kraft von 2 anzugreifen auf dem Feld. Okay. Der Gulpfisch wird zuerst versuchen, möglichst weit von euch abzuhauen, also ein Feld. Und dann schießt er denjenigen, der die Agro-Grad hat, mit 2 magischen Schaden. Und wie weit entfernt muss er dafür sein? Das ist egal, er hat eine unendliche Reichweite. Boah! Also das heißt, wenn ich jetzt auf die 10 gehe, macht der seinen ersten Schritt, nämlich wahrscheinlich auf die 12. Ja. Und wir dürfen aber auch uns erst bewegen und dann angreifen. Also wir können quasi sagen, ich mache einen Schritt und danach knödel ich noch drauf. Ihr könnt auch angreifen und euch dann bewegen. Aha. Also dann möchte ich bitte auf die 10. Nee, auf die 7. Gut. Wichtig ist zu wissen, einer von euch wird den Agro-Token haben. Sprich, den Schuss vom Gulpfisch ziehen. Und danach ist derjenige dran, der nicht den Agro-Token hatte. Und danach sind wieder alle Gegner dran, bevor der nächste von euch dran ist. Okay. Das heißt, die Gegner, also der Agro-Typ, haben doppelt so viel. Der Agro-Typ darf quasi, also der hat erstmal, der hat richtig Arschkarte. Der darf erst, wenn alle fertig sind. Oder was? Genau, aber also jeder, der dran war, zieht sozusagen automatisch die Agro. Das heißt, die wechselt immer hin und her, sodass der Goldfisch immer abwechselnd auf euch schießen würde. Das ist doch fair. Ist doch fair, finde ich. Ja. Also die ersten 2, 3 Kämpfe werden unsägbar langsam sein, liebe Zuschauer da draußen.
Aber ja, man muss die Sache ja erstmal lernen. Stimmt. Man muss das durchstehen. Man muss das ja hier auch so ein bisschen bedenken, dass Leute zugucken. Die Sache, ja. wer jetzt quasi auf den Sack kriegt, ist eigentlich egal. Wir haben ja beide genauso viel Herzen. Ja. Eigentlich ist es wurscht. Es ist bloß wichtig für das danach quasi, oder? Also für den zweiten, also, oder? Können wir nicht einfach, weißt du, früher hat man Cartridge in die SNES geschoben, einfach Play gedrückt und geguckt, was passiert. Man ist so lange rechts gelaufen, bis irgendwie das Spike-Wheel kam und man nicht drüber hüpfen konnte, so. Okay, das heißt, du willst, wir gehen jetzt einfach rein. Ja, wir haben 15 Räume, so. Worst case, wir sind im dritten Raum tot und, Okay, dann bleibst du auf der 7, dann gehe ich jetzt auf die 10. Ja, cool. Und dann, so. Okay. Wer von euch möchte den Agro ziehen? Ach, du fragst uns. Ich dachte, das wird. Ach so. Oh, na, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich sofort gesagt, Alex. Ja, ich ziehe die Agro. Weil dann kommt nämlich der Blob auf mich zu und der Fisch haut ab, richtig? Richtig. Okay. Du ziehst die Agro, das markiere ich mal so. Irgendwie muss ich den markieren. Ja. Okay, damit beginnt die Runde. In dem Falle, wenn jetzt schon der Blob vorne liegt, dann beginnt auch der Blob. Normalerweise ist es zufällig, das würfel ich dann ab dem nächsten Kampf immer aus, in welcher Reihenfolge die ziehen. Jetzt beginnt der Blob. Der Blob geht einen nach vorne und versucht anzugreifen, weil er niemand ist, greift auch niemand an. Gut, der Gulpfisch versucht abzuhauen und versucht möglichst weit von euch wegzukommen. Das macht er, indem er auf die 12 oder auf die 9 geht. Eure Wahl, soll auf die 12 oder auf die 9 gehen? Eigentlich. Mach zu. Was, eigentlich ja wurscht, oder? Also. Mach 12. 12? Mega, mach 12. So. Und jetzt schießt er auf Alex mit 2 magischen Schaden. So, Alex, du hast wie viel magische Verteidigung? 0. Ach so, kein Mana heißt das, haben heißt auch keine Mana. Brauchst du würfeln oder brauchst du überhaupt gar nicht würfeln? Ja, okay. Also habe ich nur noch 4 Leben jetzt. Nein, du würfelst trotzdem. Ach so. Weil du hast immer noch eine Wahrscheinlichkeit von 1/6, dass du eine 6 würfelst und dann blockst du den Schaden in jedem Fall. Wollte ich schon sagen. Ich drück die Daumen. Noch. Los, würfel! Nein! Eine 4. Das heißt, du kriegst einen Schaden und verlierst einen Energie. Das musst du dir auch irgendwie tracken. Weil das in diesem Spiel einfach nicht geht. Ich bin tot. Nein? Ich wollte nur testen, ob ihr mitdenkt, ja? Okay. Ja, ja, ja. Du hast jetzt also nur 5 Energie, nehme ich an. Ja. Gut. Und jetzt könnte Alex doch auch direkt angreifen, oder? Jetzt? Gehen und angreifen, meinte ich. Ist Martin dran? Ach so, ja. Ach so, ich bin dran, okay. Weil er nicht die Agro gezogen hat. So, du kannst dich jetzt entscheiden, was du tust. Jetzt ist die Frage, kann ich einen Schritt nach vorne gehen? Ach, warte mal, wenn ich jetzt einen Schritt... Du kannst 2 Schritte nach vorne gehen. Ah, oder, genau, ja, oder einen Schritt nach vorne und dann den... Und einen angreifen. Genau. Gut, dann also, habe ich natürlich aber auch den Blob neben mir. Ja, ne? Aber ich bin doch nach dir dran. Wen willst du angreifen? Den Gulpfisch. Ja. Genau, dann gehe ich einen Schritt nach vorne und greife dann den Gulpfisch an. Also auf die 11. Mit deinem Feuerball? Ja. Los! Der verbraucht 1 MP. Okay. Du hast 2, also musst du dir tracken, du hast jetzt noch 1 MP. Gott. Ja, und jetzt? Na, jetzt macht er den Feuerball. Ja, nein, also eine Flamme entzündet sich in seiner Hand und er konzentriert sich drauf, woraufhin die immer größer wird und sich zu so einem Ball formt, den er versucht zu kontrollieren und dann, bevor es ihm ausglitscht, wirft er ihm den Gulpfisch den vor den Kopf und yes, tötet eine ihn 6. kaputt, tot. Verbrennt ihn komplett. Damit ist der Gulpfisch Geschichte. Yes. Dots. So, damit ist der Blob dran. Der Blob ist jetzt bei euch beiden gleich entfernt, aber weil Martin den Agro-Token hat, wählt er dich, geht zu dir und greift an mit einer Stärke von 2. Wie viel Verteidigung hast du denn? 0. Verteidigung habe ich... Ah, nee, Quatsch. 1. 1. Eins? Wo sehe ich das? Ach, das ist das die Beweglichkeit-Dingens? Nein, der Lederschurz. Nein, das ist auf deinem Lederschurz. Achso, am Lederschurz. Ah ja, okay, verstehe. 1. Ich habe 1. Genau. Das heißt, du wirst höchstwahrscheinlich getroffen, außer du würfelst eine 6. Okay, schaffen wir. Wir haben gerade schon eine 6. Eine 4. Also ein weniger, ne? Ein weniger.
Gut. So, Alex, du bist dran. Cool. Na, das check ich nicht so ganz, warum ich in der ersten Runde, wenn ich aggro ziehe, nichts machen darf. Ich hätte hiermit Feedback, ich fände es cool, dass der Erste, der angrifft, aggro zieht, dass das da losgeht erst. Aber gut, lass uns das später besprechen. Ja, aber das ist Feedback brauchen wir natürlich. Ja, ich gehe auf Feld 11 und hau dem Goldfisch auf den Maul. Den Blob auf den Blob. So. Okay. Der Blob hat wie viel Verteidigung? 0 und du hast 1 Stärke? Ja, da braucht man ja fast gar nicht würfeln, ne? Mach trotzdem, ist geil. Oh, eine 1. Hä, was? Naja, weil du hast ja nur 1 Stärke. Ach so. Oder nee, du hast sogar 2 Stärke. Ich habe 2 Stärke, würde gerade sagen. Plus 1, das heißt, es ist eine 3. Das und verstehe das heißt, ich. Das heißt, ich habe gewonnen. Weil die Stärke ist deckelt, sozusagen. Du hast 2 Grundstärke. Ja. Und dein Holzschwert macht plus 1. Das heißt, du hast 3 Stärke. Und wo haben wir jetzt gewürfelt? Die 5? Das war der Angriffswurf. Ach so, okay, gut. Und ja. Die 5, er hätte eine 1 würfeln können, dann wäre es eine 1 gewesen. Eine 2 ist eine 2, eine 3 eine 3. Eine 4 ist eine 3, eine 5 ist eine 3, eine 6 ist eine 3, weil er nur maximal 3 Stärke aufbringen kann. Okay. Frage jetzt, wenn ich jetzt nochmal zaubere, ist ja meine Mana weg, ne? So. Der Kampf ist jetzt ja vorbei, genau. Nee, ich meine, ja, richtig, genau. Und füllt sich das dann wieder auf? Nee, ne? Also momentan füllt es sich nicht auf. Ja. Also kann ich noch einmal zaubern? Richtig, aber ihr habt 3 Tränke bei. Oder sagen wir mal, 5 Tränke habt ihr bei, okay? Okay. Die was machen? So Divine. Die füllen bei einem von euch Lebensenergie und Mana komplett auf. Ach so, das sind wieder so insgesamt. Nicht jeder hat 5, sondern wir haben zusammen 5. Richtig, ihr seid eine Truppe. So, ihr habt gewonnen und ihr habt 1-2 Erfahrungspunkte bekommen. Die wird's wieder verteilen dürfen. Die könnt ihr verteilen, die müsst ihr nicht verteilen. Ihr könnt auch sagen, okay, wir wollen für 2 Erfahrungspunkte uns einen Schatz kaufen. Moment mal, und den Schatz, aber was ist mit der Schatztruhe hier? Das ist ja Loot, den wir einfach kriegen, ach, oder? Ach, die gibt's ja auch noch, stimmt, ihr kriegt ja noch, ja, Loot. Ja, erstmal Loot her und dann erst wird erstmal Loot, okay. Der Loot funktioniert folgendermaßen. Ich stecke euch jetzt 3 Loot-Karten auf. Ah, da oben. Oh Gott, entschuldige bitte. Ich habe hier was bewegt. Ja, jetzt merke ich gerade. Und zwar einmal der Lebensring, einmal das Großschwert und einmal der Berserkerring. Ihr könnt euch jetzt diese Karten genauer angucken. Ja, und also, eine davon könnt ihr nehmen. Ich sag mal so. Ey, Großschwert, Alter. Anstelle deiner Rüstung kannst du eine zusätzliche Waffe tragen. Und 2-mal angreifen. Pro Angriff gelten die Werte der einzelnen Waffe. Ja, also, ich sag mal so. Folgenden Deal habe ich für dich, lieber Gefährte. Ich nehme den Berserkerring und du kriegst 2 Erfahrungspunkte. Also du kannst die 2 Erfahrungspunkte verwursten. Ja, machen wir so. Dann kannst du dir nämlich auch überlegen, ob du... Wenn der Martin jetzt sagt, er will sich einen Schatz kaufen, muss er dann einen von denen nehmen oder kriegt er nochmal einen separat gelegt? Dann kommen nochmal 3 Karten. Ja, okay, das kannst du dann überlegen. Also haben Seite, Berserkerring. Den kann ich mir selber greifen. Dankeschön. Gut, die anderen sind weg. Hä? Der liegt jetzt aber bei mir, ne? Nein, der ja, das... Ja. Jetzt. Finger weg! Ja, ich lass los. Ich beweg's nicht. So. Aber, plus 3. Der ist schon... Das heißt, Alex, jetzt kommt es. Jetzt musst du so ein bisschen auch selber im Kopf mitrechnen. Das heißt, ich habe Angriff jetzt 5, ne? Der macht ja schon ganz schön viel. Dann habe ich Angriff jetzt 5. Das ist schon Premium, finde ich. Angriff 5 ist schon ganz ordentlich, ne? Wie gesagt, das Spiel ist noch nie getestet worden. Das heißt, du bist jetzt wahrscheinlich im Bar für den Rest des Spiels. Ja, Entschuldigung, jetzt heißt auch Berserker. aber ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, weil ich ja nur begrenzt Mana habe, übrigens müsste dann... Ja, wenn ich begrenzt Mana habe, ich könnte mir doch jetzt mit dem Erfahrungspunkt... Nee, da bräuchte ich 3, ne? Du bräuchtest 3 Erfahrungspunkte. Ja, nee, das ist Quatsch. Ihr könnt jederzeit... Eine eurer Items verkaufen für einen Erfahrungspunkt. Was ist ein Item? Der Lederschurz. Naja, ein Holzschwert. Holzschwert oder Lederschurz. Okay. Zum Beispiel den Berserkerring könntet ihr verkaufen für einen Erfahrungspunkt.
Das ist ein super Plan. Und dann kaufen wir. Aber guck mal. Und dann verkaufen wir noch die Lederschuss und dann kaufen wir uns ein neues Item. Das ist nämlich eine super Idee. Und das machen wir so lange, bis genau das Minus von unseren Dings switcht und wir 999.000 Punkte haben und wieder alles kaufen können. Ich könnte aber auch gar nichts machen. Ich könnte jetzt einfach sagen, okay, wir behalten die 2 Erfahrungspunkte und gehen erstmal in den nächsten Raum. Ja. Wenn ihr sterbt, sind alle Erfahrungspunkte weg. Naja, aber das wäre auch tot. Ja, dann fangt ihr den Dungeon von vorne an. Ja. Aber mit eurem Zeug halt. Mhm. Was mache ich denn jetzt mit 2 Erfahrungspunkten? Naja, du könntest zum Beispiel, weiß ich nicht, Angriff 1 naja, hoch oder zum Beispiel hier dieses Geschicklichkeit um 2 auf 2 steigern zum Beispiel. Also ich würde eher sagen, ich mache Geschicklichkeit auf 2. Damit sind eure Erfahrungspunkte weg. So, klar ist jetzt, Alex geht bei allem voran. Ja. Ja, zum Beispiel. So, ich ziehe euch eine Dungeon-Karte. Der Berserkerring übrigens, also der ist zu groß für meine Finger, deswegen muss ich ihn auf den Mittelfinger machen. Und ich zeige den natürlich immer, bevor ich angreife. Manchmal so. Okay. Ja. So ein sauberer Junge. Gut, ihr habt jetzt wieder eure Dungeon-Karten und müsst euch für eine entscheiden, die ihr bitte selbstständig an den Dungeon anlegt. Der Totenkopf-Dude ist der Endgegner oder was ist das? Ja. Okay. Und das andere beides ist eine Falle. Und guck mal, hier ist ein Raum, da ist nur Loot, aber das ist eine Sackgasse. Genau, die könnt ihr also gar nicht verwenden. Was war das denn? Du kannst Karten flippen, wenn du rechts draufklickst. Dann steht da Take Card oder Flip Card. Ich wollte mal gucken, was passiert. Ja, geil. Ja, okay, aber die anderen zwei sind ja okay, Fallen. Dann bleibt ja nur eine von richtig, den Fallen. Also was wir ja machen. Ja, Moment mal. Aber das stimmt schon. Was ist denn, wenn wir den Loot-Raum nehmen, dann ist der Dungeon zu. Nein, dann nimmst du die Dreierkarte vorher, setzt die oben dran und dann hast du ja quasi einen Raum, wo du wieder zurück könntest. Ja, aber was, wenn ich will nicht in eine Falle laufen. Wenn ich das doch hier schon sehe. Es bleibt jetzt nicht anders übrig. Wir müssen jetzt quasi mit entweder den Zweier oder den Dreier, logischer wäre es, diese Karte hier zu nehmen und die hier quasi oben andersrum ranzusetzen, damit wir irgendwann später den ransetzen können. Damit wir wieder zurück können in den Raum. Ja, wir können doch aber auch einfach sagen, wir legen das jetzt an, looten, gehen wieder zurück und sagen, haben den Dungeon besiegt. Weil Nein, Norg der Grobe aber hängt wenn irgendwo nicht, hinter wenn der Wand. Zug mehr möglich ist, wenn kein Zug mehr möglich ist, dann kommen wir zu Norg. Ach so. Oder? Ja. Ah, okay, gut. Ja, dann hast du recht, dann machen wir das so. Dann würde ich die nehmen hier, yes. Quasi. Also ich kann ja selber drehen, ne? Ja, oben an dem Nupsi. Ja. So quasi? So. Genau. Dann später quasi damit, die hier noch dran. Sind. So. Damit seid ihr in einer Falle. Was war das? Okay, ja, macht mal. Was war was? Nee, es hat bei mir jetzt ein Fenster geöffnet. Okay. Ich würfel jetzt aus, wie krass diese Falle ist. Das ist eine Dreierfalle. Ihr Martin, du trittst komischerweise, weil du ein bisschen plump unterwegs bist, auf einen Fußschalter und Speere kommen euch von vorne entgegengeflogen und ihr müsst versuchen, diesen Speeren nun auszuweichen. Yes, please. Dazu gucken wir uns an, welche Geschicklichkeit habt ihr denn? 2. Martin, du hast 2 Geschicklichkeit, das heißt, es ist dir unmöglich auszuweichen. Und Alex, gut, Alex. Auch. Cool. Das heißt, die einzige Möglichkeit, um wirklich auszuweichen, wäre 6. Richtig. Okay, cool. Okay, Martin, du weichst zuerst aus. Du wirst getroffen, verlierst 1 Energie. Ja. Alex, du auch. Hat gut geklappt. So. Immer wenn ihr eine Falle ausweicht, bekommt ihr einen Erfahrungspunkt. Aber wenn wir sie fressen, nicht. Oh. Richtig. Okay. Habe ich mir gerade ausgedacht. Warte mal, dann XP, dann merke ich mir das mal. 1, so. So. Okay. Damit habe ich euch eine Dungeon-Karte gezogen. Entschuldigung, jeder einen oder? Nee. Derjenige, der schafft auszuwürfeln, kriegt dann halt einen Erfahrungspunkt für die Gruppe. Wenn wir ausgewichen haben, wir sind ja nicht ausgewichen. Nee, eben, deswegen haben wir keinen. Ja, okay, jetzt machen wir doch. Ich habe euch eine neue Karte gezogen. Dann machen wir doch jetzt einmal Lootraum, oder? Direkt. Ja, würde ich auch sagen. Okay. Also den hier quasi. Ja, mach du. Ich mag, wie geil verzögert das ist. Das ist wie, wenn du im Teamviewer irgendwie jemandem am Rechner was machst und dann du hast es schon längst gemacht und er sieht es so 10 Sekunden später.
Gut, ihr seid in einem Loot-Raum, das heißt, es gibt einfach nur Loot. Yay. Wir müssen nicht sterben mal in einem Raum. Das ist geil, ne? Ich habe schon überlegt, ob ich Mimics mit einbaue, die dann einfach trotzdem kommen. Komm schon, letzte. So. Na dann. Guck mal, ey, es gibt einen Berserker-Ring. Ja, und guck mal den Mana-Ring an. Wo? Eins. Ach, da oben. Plus eins. Oh, der ist aber. Ja. Und ganz kurz, die Feuerkugel. Also sind das Karten, die weggehen, wenn man die benutzt? Nee, ne? Nee. Okay. Du nutzt deinen Angriff, aber der Schaden ist magisch. Ne? Das ist ja eher was für jemanden, der keine Magie beherrscht. Richtig. Oder, ja. Oder die Reichweite ist 2, ne? Das ist eine richtig heftige Reichweite. Dann kannst du eigentlich durchs ganze Feld zimmern. Wie, und das Schwert das Holzschwert gumbelt hier rum mit Reichweite 0 oder was? Ja. Ja, aber dafür Schaden plus 2. Nein, ich meine das Holzschwert, das wir ursprünglich haben. Da also, musst du ja, und das Schwert ist jetzt auf einmal Reichweite 1. Interessant. Nee, das Schwert hat Reichweite 0. Genau, der Feuerkugel hat Reichweite 2. Schwert hat 0. Hä? Aber dafür 2 Angriff. Aber hier steht doch, was ist denn dann der Laufetyp? Ach, das ist dann nochmal ein Bonus auf Geschicklichkeit oder was? Nee, das ist die Voraussetzung musst du haben, um das tragen zu können. Ah, das ist die Voraussetzung. Ah, das ist aber... Die Voraussetzung. Das hast du jetzt aber clever unterbracht. Das hätte ich nicht gewusst. Okay. Ja, dann bringt mir das Schwert ja gar nichts. Du hast 0, ne? Ich hab 0. Und zwar, du, ja, für die Feuerkugel kannst du auch nicht tragen. Du kannst, also wenn, dann kannst du höchstens den Mana-Ring nehmen, der dir wahrscheinlich trotzdem nichts bringt. Ja, aber ist ja nicht so schlimm. Dann, nee, weil er kann ja nur ein Accessoire tragen. Dann loote doch du jetzt und nimm halt die Feuerkugel. Die addiert sich ja dann auf deinen ganz klar die Feuerkugel. Auf deinen Feuerball, oder? Ist doch nice. Ja. Ja. Achso, kann ich mir nehmen, ne? Ja, ich muss gerade gucken. Kurz mal scrollen. Kannst du halt nur nicht benutzen, ne? Warum? Du hast null Angriff. Ja, okay, Moment, stopp. Ach, aber haben wir ja noch Erfahrungspunkte. Das heißt, er kann ja jetzt dann leveln. Ah, nee, er hat er gelevelt. Nee, haben wir nicht. Hat er gelevelt. Nee, ihr habt keine mehr. Ja, egal, nimm das Ding trotzdem. Und pass auf, du könntest ja Folgendes machen. Stimmt, ich kann es trotzdem verkauf nehmen, ja. Das Holzschwert für einen Erfahrungspunkt und level auf Level 1 auf. Man kann es im Feuerball sofort benutzen. Ja, das ist gut. Guck mal, da grinst er schon, der Spielmacher. Denkt er so, ha, der Alex, der hat's drauf. Ja, mach mal so. Na dann verkaufe ich erst das Holz. Wie krass lang meine Katze ist, ey. So, hier ist der Arsch und da ist der Kopf. Die ist so 4 Meter lang. What the fuck? Ihr habt einen Erfahrungspunkt durch den Verkauf des Holzschwertes erlangt. Ja. Den nutzt der Martin, um auf Angriff 1 zu kommen. Und dann kann er den Feuerball statt dem Schwert quasi. Na, dann schnappt ihr den Feuerkugelball. Warte. Ja, dann nehme ich jetzt das Schwert raus und den Mana-Ring raus. Okay. Okay. Wenn wir jetzt zurückgehen, die Falle aktiviert sich aber nicht nochmal. Nein, ihr könnt nicht zurückgehen. Nee, nee. Also wieso? Wir müssen doch zurückgehen. Wirklich nur repräsentativ. Ach so, okay. Aber wir könnten jetzt trotzdem in den gegenüberliegenden Raum gehen. Ja, müsst ihr ja. Okay. So, oh, ihr habt da einen schönen Raum gekriegt. Yes! Okay, aber ja. Ich würde sagen, weil wir kriegen ja auch für Gegner, die wir besiegen, Erfahrungspunkte. Ich würde mal sagen, das ist ja ein leichter Encounter hier. Lass doch mal die hier anlegen. Wink, wink. Und ja. Da kriegen wir sogar Loot am Ende. Da kriegen wir auch noch Loot, genau. Jetzt wird das Spielfeld langsam zu eng, wa? Sehe ich gerade. Ja, das darf dann der Spieler da alles nach links schieben. Obwohl. Ja, da habe ich richtig Bock drauf. Warte mal, ich bin ja gerade eh. Während du dann da Gegner legst, kann ich ja mal hier. Okay. So, ich werde euch ja mal auch ein bisschen andere Gegner hinlegen, ne? Damit das nicht so langweilig ist. Ach ja, ich muss ja noch hier, also ihr kriegt. Ich kann nur die Treppe, die kann ich nicht legen. Die Treppe ist unbewegbar, quasi. Fantastisch. Oh, ein riesen Gulpfisch. Jetzt wieder weg.
So, ihr habt ein Skelett und einen Goldfisch. Wo legt man noch das Skelett aus? War das Skelett nicht die Aggro? Ja, vorher. Ja. Ja. Jetzt ist der Blob die Aggro wahrscheinlich. So. Ich guck mal gerade, ob ich ein was Besseres finde. Wo ist denn die Scheiße hier? Zack. Irgendein Token, Alter. So. Diese Kakerlake ist jetzt der Agro-Token. Ich wollte gerade schon auf meinen Bildschirm einschlagen. Okay, weil das gerade so ein bisschen weird war. Den Agro-Token kriegt man wann? Also, am Anfang sucht ihr euch aus, wer den Agro-Token bekommt. Und ich darf aber dann nichts machen. Also, ich komme in den Raum und weil ich den Agro-Token habe, bin ich quasi eine Runde erstmal raus. Genau, also wir stellen uns das folgendermaßen vor. Du betrittst als erster den Raum und hast dadurch die Aufmerksamkeit der Monster auf dich gelenkt. Deshalb hast du den Agro-Token. Okay, dann wird's aber kommt als zweiter in den Raum und nutzt die Gelegenheit, um seine eigene Aktion auszuführen. Und durch seine erste Aktion zieht er die Agro. Ich hoffe, das war irgendwie... Ja, okay, fair enough. Aber dann kann ich ja quasi am Ende der ersten Runde, sprich, die Reihenfolge ist dann... Martin, zwei Monster oder Monster, Martin, Monster oder was auch immer. Und am Ende dieser Runde müsste ich doch dann was machen dürfen. Weil gerade durfte ich gar nichts machen. Naja, du fängst an mit der Agro, ne? Dann kommen beide Monster, machen ihre Aktion. Dann kommt Martin, macht seine Aktion. Dann kommen beide Monster, machen ihre Aktion. Dann kommst du. Das ist aber ganz schön gemein, wenn die doppelt so schnell sind permanent. Richtig, das ist das große Problem, mit dem man halt klarkommen muss. Unter dieser Prämisse würde ich sagen, Martin, ziehst du diesmal die Aggro? Weil ich kann ja zweimal angreifen. Okay. Ich werde erstmal die Gegner für euch austrommeln, ne? Please. Was ist das denn, Bambi? Also gut. Ja, das ist der neue Aggro-Token, den lässt sich einfacher verschieben. So, okay. Das Skelett geht auf die 12. Und der Gulpfisch geht auf die 6. So, jetzt muss ich mal kurz nochmal in den Dings gucken. In den Dungeon. Ah ja, ihr geht wieder so schräg, aber von der Seite rein. Diesmal seid ihr auf der 1, 2 oder 3. Ganz kurz, Skelett, ich habe noch ein bisschen Probleme mit den Symbolen. Also das 1 ist klar, der hat ein Health von 1. So. Dann hat er eine Verteidigung und der Stern ist was nochmal? Die Erfahrungspunkte, die er bekommt. Okay, und was wäre was ist das hier? Ein Hexagon? Das ist die magische Verteidigung. Das ist die magische Verteidigung. Ja, okay. Also haben die beide keine magische Verteidigung, was ja schon mal gar nicht so schlecht ist. Okay, alles genau. Klar. Gut. Dann, ich soll ja zuerst in den Raum reingehen, ne? Richtig. Dann bekommst du die Agro, ja. Ja, so war das ja jetzt geplant. Und zwar gehe ich... Warte mal, ich überlege gerade, auf die 2 zu gehen, weil... Ja, nicht, ist egal. Das ist ganz schön weit weg, das Skelett, ne? Mhm. Ja, keine Ahnung, ich gehe jetzt auf die 2. So. Okay. Kann ich jetzt eigentlich schon angreifen? Nee, ne? Nee. Nein, jetzt kommt der Teleport, muss ich auch noch platzieren. Du bist ja jetzt mit dem Agro-Token, du bist ja jetzt eine halbe Stunde raus. Wieso am Arsch? Ganz am also Ende, ich ne? möchte so, bitte ja. auf die 3. Okay. Damit beginnt der Schissel. Das Skelett beginnt. Es geht in Richtung Agro-Token. Und versucht anzugreifen. Es könnte auf die 5 angreifen, aber da ist niemand. Glück gehabt. Der Gulpfisch entfernt sich und schießt auf den Agro-Menschen mit einer magischen 2. Du hast eine Verteidigung von 0. Das heißt, nur eine 6 würde dich retten. Nein. Würfelt man da eigentlich auch mal gute Werte?
Ja, später. Okay. Damit ist der Dude dran. Okay. Achso, warte mal, ich habe jetzt, was setzt bei mir? Du hast einen Lebenspunkt verloren. Ein weg, okay. Also. Wenn ihr dran seid, könnt ihr auch einen Trank nehmen und trotzdem noch angreifen und rumrennen. Ja, also noch geht's ja, noch habe ich 3. Okay, ich kann mich ja, also ich brauche dringend irgendwie dann jetzt einen der Erfahrungspunkte, um mal so meine Bewegungen hochzubohren. Ich kann ja jetzt nur ein Feld gehen, ne? Also ich kann ja nur jetzt zum Beispiel auf die 5 marschieren. Ich guck mal gerade, du hast ja den Berserkerring. Ah, ey, dieses dreckige Programm. Ja, aber der gibt mir keine Bewegung dazu. Aber du hast ja, guck mal, du hast ja jetzt sogar 9 Energie maximal, ne? Ja. Falls dir das nicht aufgefallen ist. 2 Angriff, 2 Schild hinzu und 2 magische Abwehr hinzu. Nicht schlecht. Ja, der Berserkerring ist imbar. Aber der hilft mir jetzt gerade noch beim auf den Skelett zugehen noch nichts. Ach ja, aber dafür hast du halt keine Rüstung. Die muss ich dir jetzt wegnehmen. Was? Ah, nee, hier steht ja, anstelle deiner Rüstung kannst du. So, also kannst du die Rüstung auch Dankeschön. Behalten. Weil du noch keine zweite Waffe hast. Glück gehabt. Das muss ich noch ändern. Na, der Serker müsste schon, der muss im Lederschurz rumlaufen. Also wirklich. Quatsch, wie heißt das? Nackt. Na, wie heißt denn das, wenn du nur so ein Lendenschurz, Dankeschön. Nur so ein Conan-Sack-Schutz irgendwie. Ja. Gut, was machst du? Ich gehe auf die 5. Hab ich doch gesagt. Danke. Habe ich nicht doch, mitbekommen. Er hast nicht da. Das ist so geil, passiv-aggressiv so im Homeoffice, wenn man dann so Sachen sagt wie: Ja, da hast du da nicht zugehört. Ja. Okay, das war's mit deinem Zug, wa? Kann er nicht noch angreifen? Nee, ich habe leider nicht genug Reichweite. Achso, du musst ja drauf auf das Loch, ne? Schon, ja. Ja. Und ich habe noch damit eine. Damit sind die Gegner dran. Also ich kann mich jetzt könnte mich jetzt quasi auf die 6 bewegen und angreifen, richtig? Ja, du hast Aggro, das meine ich ja vorhin. Du kannst jetzt gar nichts machen. Jetzt sind die Gegner dran und dann bist du wieder dran. Achso, jetzt erst müssen die Gegner dran. Ja, stimmt. Na, dann mach mal Gegner. Okay, das Skelett geht einen Schritt auf dich zu und greift dich an und hat ja eine Reichweite von 1 und 0 ist 1 und greift dich mit Schaden 2 an. Du hast eine Verteidigung von 0, oder? Nee, Quatsch. Doch, 1. Wie viel? Lendenschutz, 1. 3. Der Berserkerring gibt zusätzliche Verteidigung. Ja, Moment mal. Ach so, der greift mich an. Ach so. Ja, klar. Ja. Und du hast 3 Verteidigungen, das heißt, du hast eine gute Chance, die 2 Schaden abzublocken. Was müsst ihr jetzt würfeln, damit er das... Das check ich echt nicht, mir. Ne? Ja, was? Sag du mir, was da würfeln müsst. Ich frage gerade, weil ich es nicht das checke. Das ist tatsächlich noch für mich auch ein bisschen verwirrend, warum wir beim Verteidigen würfeln und beim Angreifen die Gegner aber nie würfeln. Fertig, das ist die Regel. Damit die Gegner feste Werte haben und nur ihr würfeln müsst. Ansonsten müsstet ihr alles die ganze Zeit auswürfeln. Ja. Und jetzt hat er aber eine 2 gewürfelt. Das ist doch schlecht, oder nicht? Eine 2 ist okay. Du absorbierst 2 Schaden. Das heißt, und er hat 2 Angriff. Also absorbierst du 2 Angriff. Die fresse ich mit meinen krassen Brustmuskeln so. Flack, flack. Und die machen so. Genau. Nam, nam, aber hätte er jetzt eine 6 gewürfelt, wäre das nicht gut. Also 4 bis 6 wäre jetzt blöd. Eine 6 ist ja viel mehr. Okay, alles klar, gut. Keine Sorge, das kriegst du schon irgendwie hin. Nee, aber es ist schlimm. Später kommt halt. Für einmal muss ich es nicht begreifen. Schau mal, der Furchtbare da unten, der Grobe, der hat ja 5 Schaden. So. Was hat der 5 Schaden? Ja, doch, wenn der seine Attacke macht, oder? Was ist denn dann dieses Feuerding? Ist doch 2. Das Feuerding ist, wenn er auf 5 Lebenspunkte runtergeht, hat er ein anderes Angriffsmuster. Oh, der hat unterschiedliche Pattern, siehst du? Ja. Ach so, da unten steht dann gar nicht, was der, wie viel Alarm der macht. Das wissen wir noch gar nicht.
Okay, ich gehe mal davon aus, ich gehe mal davon aus, dass der halt schon auch vielleicht mit 5 hinklöppelt oder so. Und dann ist das natürlich was anderes. Wenn du dann würfelst und du würfelst nur 2 und kriegst aber noch 3 Schaden, dann kannst du 3 Runden, stehst du dann. Naja, nee, du kriegst immer nur maximal 1 Schaden. 5 Runden stehst du dann. Ja. Okay, der Gulpfisch feuert auf dich, Alex, mit 2 magischem Schaden. Kann ja soweit. Du hast 2 magische Verteidigung. Das heißt, nur wenn du eine 1 würfelst, ist es schlecht. Ja. Yes! Gut. Krass. Alles abgeblockt. Damit ist Martin dran. Ja, und jetzt, ich bleib einfach. Nee, warte mal. Ich gehe auf die 6 und greife dann aber das Skelett an. Okay, mit. Was? Ach so. Na, ich hab ja eine Feuerkugel. Mhm. Was anderes kann ich ja nicht. Jetzt an, sagst du. Ja, genau, ich greife mit der Feuerkugel das Skelett an. Okay, und da muss man ja gar nicht würfeln, ne? Eine 3. Das heißt, du hast einen Angriff und an einen Angriff von der Feuerkugel macht insgesamt 2. Also hast du statt einer 3 eine 2 gewürfelt. Das Skelett hat magisch 0 Verteidigung, also ist das Skelett tot. Und ich habe einen Mana-Punkt weniger, ne? Nee, da verbraucht keine Mana. Die Feuerkugel ist einfach nur, du hast quasi mit der Faust zugeschlagen. Aber was habe ich denn vorhin verbraucht? Na, da hast du den Feuerball benutzt. Da hast du deine Magie genutzt. Moment, stopp. Ganz kurz, dann habe ich mich versprochen, weil die Feuerkugel kann ich ja noch gar nicht benutzen. Doch. Ich. Die hast du doch angelegt. Du hast doch extra was, den. Stimmt, ja, so, ja, alles richtig, hab ich alles richtig gemacht. Oh, wusste ich natürlich. Okay, gut, das war dein Zug. Der Gulpfisch kann nicht weiter abhauen und schießt auf dich, Martin, mit 2 magisch. Du hast wie viel magische Verteidigung? 0. Ja. Nur eine 6 kann dich retten. Schaffe ich. Oh, hast du das gesehen, wie knapp das war? Ja. Oh. Ist es bei euch genauso, ja? Ah, ja? Okay, das ist ja cool. Stand auf der Kippe. Gut, Scheiße. Gut, Martin, eine Energie weniger. Schon 2 habe ich jetzt hier schon eingebüßt. Na gut, wir haben ja Tränke, hast du gesagt. Ja, 5 Stück. Genau. Alex, du bist dran. Hier, ich habe aufgemalt. 5 Tränke haben wir noch. Das hast du sehr schön gezeichnet. Das ist so ein Trankgefäß. So. Ja, yeah. Ich gehe bitte auf die 9. Alex, was machst du? Ah. Wieso kannst du jetzt würfeln? Ich kann würfeln. Das ist ja geil. Ja, hier an der Seite, ich habe diese Leiste mit dem. Ich kann hier auch Sachen malen und so. Und da gibt's einen Würfel. Da kann ich sagen, D6 bitte einmal würfeln. Und dann steht hier Click, Drag and Roll. Ich kann auch würfeln. Dann würfelt er. Ja, geil. Dann ist das ja endlich ein bisschen Dynamik yes. hier. Yes, okay. Aber ich muss aber jetzt den D6. 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 Und dann D6, nur den einen, weil sonst, genau. Okay, ich möchte bitte auf die 9. Okay. Und jetzt? Chill ich da und hoffe, dass der blöde Goldfisch nicht weggeht. Ich muss dringend Bewegungen leveln. Ja. Also der Goldfisch haut ab und schießt auf dich mit 2 magischem Schaden. Du hast 2 magische Verteidigung. Dann würfel mal. Ach so, ja. Geil. Also nur die 1 ist wieder scheiße. Kaum würfeln wir selber, weißt du? Auf einmal. Schon merkwürdig, Herr Spielleiter. Schon merkwürdig. Aber okay. Ja, seltsam, puppelsam. Okay. Genau, dann gehe ich jetzt auf die 8 und greife den Gulpfisch an. Mit natürlich der Feuerkugel. Genau. Also grundsätzlich hättest du auch auf der 6 stehen bleiben können. Ach so, das stimmt. Ist halt bei 2, weil du hast eine Reichweite von 2, ja. Ja, gut, da ist jetzt egal. Aber den mache ich so jetzt fertig mit einem Schlag. Okay, du hast 2. Ich darf würfeln, ne? Der hat. Wie viel hat der Gulpfisch? Hat eine magische Verteidigung von 0. Ja, dann würfel mal. Mit einer 6. Mit einer W6. Und eine 2. Obwohl da eine 4 steht. Und damit ist er tot. Damit habt ihr 2 Erfahrungspunkte erhalten. Okay. So. Und Loot auch noch, ne? Und Loot habt ihr auch noch. Alex, ich finde, du brauchst irgendwie. Ah, gut, wir müssen mal gucken. Wir gucken erstmal. Also, du hast gar keine. Hier, wie heißt Bewegung. Das ich muss Geschicklichkeit. Ich muss definitiv, genau, ich muss, habe ich auch gerade, ich muss definitiv irgendwie Bewegung machen. Ja, aber komm, guck mal, was wir für Loot bekommen erstmal. Achso, da steht ja schon was, guck mal. Komm, du nimmst doch noch Ascalon. What the fuck, was ist denn bitte die äußere Hülle? K?
kann. Da muss man lesen, glaube ich. Ich verliere einmal. Das ist zu klein, ich kann es nicht lesen. Einmal pro Kampf, kann einmal pro Kampf genutzt werden. Ach so, verhinderte einmal. Verhindere einmal den Abzug deiner HP. Vielleicht damit verhinderst du Schaden, Gift, irgendwie. Ein Ring of Sacrifice. Aber nur einmal pro Kampf. Verstehe. Erhöhe deine verfügbaren MP um 2, diese werden nicht für Rüstung gewertet. Oder den Vorhautring. Kannst du dir aussuchen. Kannst du dir aussuchen. Mosseltoff. Aber guck mal, warte mal, das ist ja plus 2 Verteidigung sozusagen, der Harthautring. Entschuldigung, den wollte ich nicht so. Ja, also der Punkt ist halt, ich muss irgendwie, also okay, Moment mal. Kriegen wir jetzt für jedes Monster, kriegen wir einen Erfahrungspunkt, richtig? Ja. 2. Okay, das heißt, ich kann Bewegung schon mal auf 1 leveln, dann haben wir noch einen Erfahrungspunkt. Ja, nimm doch beide dann direkt. Ja, Moment, aber um auf 2 zu kommen, brauche ich ja 3 Erfahrungspunkte. Stimmt. Das heißt, wir könnten rein theoretisch irgendeins dieser Items nehmen. Ah, okay, pass auf. Bevor wir das machen, ich spreche nochmal mit Joe, aber es wäre folgender Deal. Ich nehme jetzt dieses Ascalon, hau das Holzschwert weg, dann haben wir 3 Erfahrungspunkte und dann level ich Bewegung auf 2 auf. Ja, mach okay, das. Okay, cool. Warum sieht das so aus, als ob das dem Spieler dann nicht gefällt? Weil du jetzt total... Okay, ihr wollt Ascalon behalten, ja? Ja. Aber warte mal, haben wir irgendwas übersehen? Nein, der tut nur so. Jetzt sind sie eh weg. Nein, du brauchst Bewegung, so. Hast du ja dann. Ja, ich hab jetzt. Warte mal, stopp, Alex, stopp. Ach so, guck dir mal bitte an, was du brauchst für Ascalon. Ich brauch Mana 4. Ah, fucking hell. Na. Oh. Die Gier kam über euch, mein Herr. Ja, weil, okay, egal. Dann hauen wir halt Ascalon weg. Ist ja wurscht. Ist halt dann schade. Aber ich hätte ja eh den Ring nicht bei. Also das andere waren ja keine Waffen. Die Idee war jetzt, die Waffe zu tauschen und die andere gegen den. Gut, dann ist halt Ascalon weg. Dann, Herr Spieler, dann nehmen Sie das bitte weg. Aber dann hätte ich trotzdem gerne bitte Beweglichkeit 2. Bitte, danke. Okay. Ich werde mal dieses Video als Premiere hochladen, damit der Chat gleichzeitig die ganze Zeit ablästern kann, ne? Ja, weißt ja, die Schwarmintelligenz weiß immer alles besser. Das ist immer so nice, weil das ist jetzt ein Video, das ist jetzt so YouTube-Game, was ich nicht mehr ralle. Das machen alle jetzt irgendwie, stellen Sachen auf Premiere und ich klicke dann immer drauf und denke, wo ist das Video? Oder ja, genau. Wir machen später noch eine Reaction da drauf und sagen, wie blöd wir sind. Oh ja, so. Da habt ihr eine schöne Kartenauswahl, 2 Schätze oder eine Falle. Ach so, ja, stimmt, wir sind ja da unten hier. Nimm doch mal Ascalon weg jetzt. Please. Ja, mach Ascalon weg. Ascalon ist doch weg. Die Verführung liegt hier oben. Echt? Wo ist denn Ascalon? Hier. Also bei hier? Kannst du nicht hier sagen. Na, neben den zwischen Skelett und unserem Dungeon. Ach so, dann mache ich den mal weg. Den habt ihr ja verkauft, ne? Ja. So, dann. Ja, dann weg. Ist doch jetzt ganz klar, dann nehmen wir hier nochmal eine Loot-Karte mit 3 Dingern. Ja. Mit 3 Dingern, ja, würde ich auch sagen. 3 Türen. Gut, na dann noch mehr Loot. Loot, Loot, Loot. Aber warum sollte man denn in eine Sackgasse mit einer Falle rennen? Ah, nee, ist keine Sackgasse. Das ist ja. Ach so, hier ist wie Loot. Ah, nice. Also mir gefällt der Heilstein. Der Heilstein. Ja, herzlichen Glückwunsch. Kutte. Herr Stachelgriff mal, oder was? Welche Band auf Nähe hat die Kutte? Das wäre mir jetzt noch wichtig zu wissen. Stachelgriff. Aber jetzt warte mal, macht es überhaupt irgendwie. Ich habe ja schon Angriff 5. Ist das dann überhaupt noch relevant? Wenn ich jetzt Stachelgriff nehme, habe ich Angriff 6. Das heißt, ich gewinne immer. Ja. Na, natürlich nicht. Du kannst bis zu 6 machen dann. Gut. Dann. Also, ich übernehme einfach mal, gell, ich war als Erster an der Kiste, gell, ich habe reingegriffen, also, oder Martin, hast du Bock auf die Kutte? Nein. Nee. Okay. Was macht der, warte mal, gucken, was macht der? Ja, okay, Kutte? Nee, gucken wir erstmal. Ich meine, die gibt +1 auf Mana. Und auch +1 auf Bewegung.
Und du könntest das sogar nutzen. Gehst du da runter? Rein theoretisch. Wäre sogar gar nicht blöd. Nimm halt die Kutte. Die gibt dir dann, Dings. Ja, okay. Ja, nimm mal die Kutte. Ist schon gut. Ja. Dann nehme ich die Kutte. Wo muss ich? Leg ich die einfach jetzt drunter, ja, ne? Warum ist denn Spieler 3? Warte. Kann man den wegpacken? Ja, warte, den mach ich weg. Kutte kannst du noch nicht tragen, doch, oder was? Warum denn nicht? Martin kann die Kutte tragen. Aber echt mal, warum? So? Naja, den Lederschutz musst du wegmachen. Ach so, das ist quasi... Ah, nice, dann verkauf den wieder. Dann haben wir wieder einen Erfahrungspunkt. Das musst du machen, Tom. Ich kann das nicht anfassen, den Lederschutz. Dann haben wir noch einen Mana-Punkt, Quatsch, einen Dingspunkt mehr, ne? Ja, na, haben wir einen Erfahrungspunkt. Den müssen wir uns aufschreiben. Ja, dann? Dann kannst du das ja noch verballern. Nee, weil alle meine Skills zu... Ach so, ich könnte einen Mana nehmen, aber will ich gar nicht. Nö, den halten wir einfach. Okay. Im nächsten Raum hauen wir wieder Leute zusammen. Ihr könnt doch jederzeit noch einen neuen Skill kaufen, ne? Aha! Ach so. Du könntest... Ja, guck mal, großer Bums. Großer Bums, Stufe 1. Kostet aber Erfahrungspunkte 2. Okay. Feuerstrahl kostet... 3, 5 sogar. Oh krass, ja. Heilung kostet 15, was ist denn da los? Aber nur das Level 4 so, wahrscheinlich von der Heilung. Ah, okay, check. Pass auf, ich habe eine andere Idee. Wir behalten den XP erstmal und den Punkt und gucken mal. Ja, das ist ein guter Plan. Einen haben wir dann, ne? Ja. Ja, einen habt ihr, merkt euch das. Weil irgendwie haben wir jetzt eh keine richtige Ahnung, was wir damit machen sollen und ja, dann warten wir halt. So, ein neuer Raum ist hinzugekommen. Ob ihr euch da entscheiden könnt? Ja, für die Spannung müssten wir jetzt eigentlich die Falle nehmen. Oder, Alex? Falle oder nochmal looten? Oh. Ja, nein, Moment mal. Die Falle, die macht ja gar keinen Sinn, außer wir müssten durchgehen. Nee, wir nehmen natürlich nochmal Loot. Okay, na dann. Und zwar, damit das irgendwie vom Spielbrett her Sinn macht, dette so. So irgendwie. Ach so, oder warte mal, was ist denn, wenn wir dann oben einen Raum anlegen und der auch nochmal links und rechts geht? Ja. Jetzt. Also für euch ist beim Anlegen nur wichtig, die Karten dürfen sich nicht überlappen. Lass mal so machen. Okay. Haben wir hier so einen Weg runter. Gut, na dann sucht euch mal was aus. Frustdolch. Das kenne ich. Wenn du ganz lang keinen Sex hattest. Auch so ein Frustdolch. Der Frustdolch. Der Frustdolch. Das ist natürlich der sagenumwobene Frost. Bei Schäden wird der Angriff physisch oder magisch des Gegners. Du kannst eh keine Waffe mehr tragen. Nö, und vor allem die sind ja... Er kann zwei Waffen tragen. Ach, er kann zwei Waffen tragen? Ja, statt einer Rüstung. Dafür muss er halt die Rüstung ablegen. Ach so. Aber hier, ich würde einfach den rostigen Panzer mir grabbeln. Ja, dann mach mal. Was ist... Ach so, Moment, minus eins Bewegung. Nee, dann ist das eine scheiß Idee. Nee, minus eins Angriff macht er. Ah ja, stimmt. Ja, das will man doch nicht. Ja, aber dann hab ich Angriff 4. Dafür hat man halt 3 Verteidigung und 1 magische Verteidigung. Aber er ist halt auch ziemlich rostig, ne? Er lässt sich sehr leicht anziehen mit nur ein Geschicklichkeit und 1 Kraft. Ja, tu mal her. Weil dann ist nämlich so, dann verbümmel ich nämlich auch diesen Lederschurz. Und hast noch einen Punkt. Und dann haben wir nämlich 2 Erfahrungspunkte offen. Okay. Ist notiert? Und damit könnte man jetzt zum Beispiel, was könnte man leveln? Genau, Martin könnte zum Beispiel Angriff. Warte mal, hä? Nee, mit 2 Erfahrungspunkten können wir gar nichts leveln. Nee, deswegen, ja. Da müssen wir noch weiter warten. Check. Okay, neuer Raum. Neuer Raum, bitte. So, mal gucken. Ihr könnt ja mal versuchen, selbst eine Karte aus dem Deck zu ziehen. Das ist das obere Deck, ist das Dungeon Deck. Ja, mach einer mal von euch bitte. Warte. Draw 1 Cards. Oh. Cool. Oh Gott, das ist echt Traps. Wo ist denn die Karte? Ach, da unten. Kein Gegner, wieder eine Falle, aber dafür Loot. Also dann entweder nehmen wir wieder nur Loot,
als Durchgangszimmer sozusagen? Oder? Achso, das ist eine, ach, das ist eine Sackgasse. Ja, aber es ist halt. Obacht. Okay, ich merke schon, ich muss auf jeden Fall viel mehr Gegner einbauen. Ja, ja, also mehr Encounter wären gut. Ich würde jetzt auch sagen, ja, dann ja. Noch mal einmal hier nur einen Lootraum und danach können wir in die Fallen latschen, wenn es sein muss. Okay. Was würdet ihr davon halten, wenn sagen wir mal, 80% auch immer Kämpfe beinhalten? Ja, finde ich gut. Ich würde eigentlich sogar fast sagen, dass du, ja, 80%. Ich würde fast sagen, jede Karte sollte irgendwie einen Encounter haben, fast schon. Aber das stimmt schon. Also geplant war ja, dass man halt sagt, okay, nee, ich will lieber Schätze machen und dafür bist du dann auf einmal beim Boss total schlecht gelevelt. Aber ich glaube, es sind wirklich zu wenig Kämpfe. Okay, ihr habt oben eine Schatzkarte angelegt, oder was? Genau. Bäh, bäh, okay, bäh. Dann hole ich euch mal Schätze raus. Schätze. Das ist echt viel zu viele Schätze. Ja, aber wir müssen ja auch vorbereitet sein. Ich meine, das ist jetzt, guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir sind schon, also ist nicht mehr viel. Über die Hälfte haben wir schon. Alter. So, was haben wir denn? Eine Keramikplatte, ein Bauchpanzer und Vampirzähne. Oh, ärgerst du dich jetzt, dass du die rostige Panzer genommen hast? Nö, wieso? Weil, hä, nö. Den könnte man ja jetzt auch wieder verscherbeln für zum Beispiel diesen Bauchpanzer. Stimmt. Du hast recht, ja. Oder die Keramikplatte, die könntest du fast tragen eigentlich. Naja, ich glaube, mir fehlt, oder? Nö, ja, Angriff 2 bräuchtest du. Das stimmt. Gut, wir haben 2 XP. Ja, nur 2. Aber lest den Text bei der Keramikplatte. Okay. Am besten einer liest den vor. Wird der Trägerkampf besiegt, wird diese Karte in den Schatzstapel gemischt. Genau. Wenn ihr sterbt, verliert ihr die Keramikplatte. Guck mal, oder du könntest die Vampirzähne dir greifen, weil dann kriegst du immer HP, wenn du getötet hast. Getötet. Aber ich habe auch quasi. Warte mal, aber ich verliere ja 1 Verteidigung. Ja. Und 1 Max HP. Und 1 Verteidigung heißt, ich habe dann 0. Genau. Also kleiner als 0 kannst du auch nicht sein. Ich habe dann 0 Verteidigung und ich habe ein Herzdingens weniger. Ich bin dann wieder auf 5. Aber du hast 2 Geschicklichkeit mehr. Ja, aber was nützt mir das in einem Kampf? Du kannst dann ganz schön rumrennen. Ach so, ich kann 2. Ah, jetzt verstehe ich. Ich kann in einem Raum kann ich 2 Schritte gehen, sozusagen. 2 Kästchen mehr. Genau. Und Alex, du kannst bereits 2 Schritte gehen. Du hast schon 2 Geschicklichkeit. Ja, richtig. Okay. Der Martin hat ja 3 Geschicklichkeit insgesamt. Weil er hat die Kutte. Ja? Nee. Was? Nee, auch 2. Nee, durch die Kutte hat er recht. Durch die Kutte hast du 3. Durch die Kutte hast du deswegen, 3. Genau. Ja, aber das heißt, du kannst trotzdem nur ein zusätzliches Feld gehen. Also kann ich aktuell 2 gehen. Ja, und das dritte Feld wird bei, wenn du insgesamt 4 hast, freigeschaltet. Wenn ich jetzt die Vampirzähne nehme, dann hätte ich ja insgesamt 4. Nee, sogar mehr. Jetzt 5. Ja. Dann könntest du auch insgesamt 3 Felder gehen. Ja, dann mache ich das doch. Ja. Dann go, mach go. Das doch. Und die Frage ist, soll ich dann die Kutte verkaufen? Nö, ist doch ein Accessoire. Das kannst du doch dazu nehmen quasi. Ah ja, okay. Na gut. Wir haben trotzdem immer noch 2 Erfahrungspunkte, ne? Nur mal so zur Info. Wie ist denn das jetzt? Man kann immer nur eine Sache aus diesem Loot-Dings rausnehmen, ne? Genau, eine von den 3 Sachen müsst ihr euch aussuchen. Alles klar. Gut, dann nächster Raum, ne? Achso, wir müssen erstmal einen ziehen. Mal gucken, jetzt zieht man eine Karte. Achso, soll ich das wieder machen? Ja, mach mal ruhig, ist gut. Draw 1 Cards, draw. Toll, toll, toll. Oh, das sieht man bei dir unten am Icon, dass du eine Karte gezogen hast. Ja, yay. Das ist lustig. Also in deinem Profilbild. Guck mal, die können wir da unten anlegen. Den nehmen wir. Ah, nee, stopp. Das müssen wir aufpassen. Auch? Weil es ist ein Sackgasse. Obwohl, wir können ja. Ich. Na, wir haben jetzt 2. Guck mal, wir können die doch hier so anlegen. Dann ist das abgeschlossen. Ja, da kann man da wieder zurückgehen, oder? Richtig, Tom?
Richtig. Okay. Ja, dann machen wir, so. Genau. Da gibt es quasi einmal Kämpfen und Loot. Yes. Genau. Das ist ein normaler, leichter Kampf, das ist doch schön. So, das ist dann die 9. Karte. Was schicke ich euch denn auf den Hals? Weil man darf, habe ich gelernt, nicht pfeifen, wenn man solche Sachen aufnimmt. Ich finde es find so geil, wie ihr perfekt aus, also der Martin ist zumindest perfekt ausgeleuchtet, schön RGB-Krams im Hintergrund, weißt du, on fleek. Ich werde immer dunkler, also nur noch mein Bildschirm. Also irgendwie, das ist geil. Warte mal. Na, also ich gebe euch einen. Ich habe das mal für Stream vorbereitet, weißt du, so, und dann, wenn ich streamen will, dann sehe ich halt gut aus. Ja, aber wann streamst also du denn dann? Stream doch mal. Haben wir doch schon mal. Du hast auch schon gestreamt, oder was? Klar, Mann. Gut. World of Warships habe ich gestreamt. Was bist denn du? Ii, bäh. Eine Zecken. Warum kommen denn jetzt so viele auf einmal? Ich dachte, es ist ein leichter Encounter. Und Rüsseltier. Ja, ich hoffe, dass es ein leichter Encounter ist. Jetzt muss ich gleich mal die Karten angucken. Das denkst du dir doch jetzt auch alles wieder gerade aus, wa? Der Zaubermuck. Ja, klar. Aber ich will ja auch ein bisschen Abwechslung rein. Wenn nur noch Zaubermucks auf dem Feld sind, flüchten alle und sie geben keine Erfahrung. So, die Spinnen zuerst, war 1, 2, 3. Das sind Spinnen. Ja, zuerst kommen die Spinnen und dann kommt der Zaubermuck. Sieht aus wie Zecken. Ja, okay, wir gucken uns die Gegner mal kurz nochmal an. Ja. Woher weißt du denn eigentlich, wann welcher Typ dran ist? Würfelig aus. Zuerst sind jetzt alle Spinnen dran und dann sind alle Zaubermucks dran. Wenn man das richtig spielt in echt, dann mischt man die beiden Karten und deckt sie zufällig in der Reihenfolge auf. Mit den Spielerkarten. Du platzierst die jetzt erstmal, ne? Wahrscheinlich. Genau, ja, ich platziere die erstmal. Dazu würfeln wir erstmal für den Muck. Du kommst auf die 3. Dann kommt die erste Spinne. Eine 8. Und die zweite Spinne. Eine 4. Ja, aber das ist ja quasi perfekt. So, wo ist denn? Ihr kommt von da oben rein. Ja, wir kommen von oben. Also, folgendes. Wir könnten es jetzt so machen, Martin. Du hast, du gehst auf die 9 und ziehst Aggro. Und ich gehe auf die 6 und hau dem Muck kaputt. Okay, ganz kurz, ich habe noch 2 Lebensherzenpunkte. Wie fährst du noch? Nur damit wird es nicht aus dem Blick. Aber wie wäre es, wenn du dann einfach einen Trank gulpst? Ja, das sowieso. Aber ich wollte bloß nur, dass wir darauf achten, weil wenn die alle nacheinander angreifen, bin ich tot. Ja, aber du kannst ja jederzeit einen Trank trinken. Also auf jeden Fall jetzt. Du könntest jetzt einen Trank trinken, oder? Ist es so, Herr Spielleiter? Ja, genau. Bevor ihr in den Raum sozusagen dann in den Kampf geht, dann könnt ihr... Weil es wäre gut, weil wenn ich jetzt als letztes erst was machen darf und die alle vorher angreifen dürfen und die vielleicht zufällig alle mich nehmen... Da bin ich am Arsch. Ja. Naja, also die Spinne wird auf dich zugehen, aber der Muck läuft ja von dir weg und der greift ja gar nicht an. Ich nehme trotzdem, also ein Trank heißt, ich hab dann wieder 6. Du bist voll, ja. Und du hast auch wieder Mana voll. Dass du denkst, du hast viel mehr. Ich hab aktuell 2. Du hast 4 Mana. Aktuell. Quatsch. 5 Mana. Martin, du hast 5. 5? Die Vampirzähne machen dir ein weniger. Okay. Ja, okay, dann habe ich jetzt 5 wieder. Aber du hast 3 Mana. Okay. Das heißt, du könntest mal wo wollt ihr wieder deinen Feuerball schmeißen zum Beispiel. Und der Feuerball und die Feuerkugel, die addieren sich ja auf. Das verstehe ich schon richtig. Du nutzt deinen Angriff, aber der Schaden ist magisch. Das heißt ja, wenn du quasi den Feuerball schmeißt, dann kommt die Feuerkugel ja oben drauf, oder? Nein, entweder du machst deinen Skill oder du machst deinen Angriff. Okay, gut. Ja, du, also vielleicht ist es auch eine Scheißidee. Ich will halt nur diesen Muck kaputt hauen, der gibt 3 XP. Das ist halt, you know? Ja, dann los, dann geh, was, wo wolltest du hin, auf welche Nummer? Ich will auf die 6 gehen, oder kann ich mich direkt auf den Muck stellen, sogar? Ja, dann mach ich das. Ja. Ja, geil. Bis zu 3 Leute können auf ein Feld. Weil dann läuft er nämlich ein Feld weg und dann... Ah nee, 2 Felder läuft er weg. Ja, egal, aber die komme ich ja hinterher. Oder? Ah, fucking hell, warte mal. Ich habe ja nur Bewegung 1. Das heißt, ich habe ein Feld und noch 1 drauf, richtig?
Nee, warte mal, wie viel Bewegung hast du? Du kannst zwei. Zwei Felder kann ich gehen, genau. So, na ist ja gut. Dann kriegst dann läuft der zwei weg, ich laufe zwei hinterher, knickknack, drei Erfahrungspunkte. Jetzt muss ich sagen, wo ich hin will, ne? Ja. Wir könnten die ja verwirren, weil das immer hin und her geht. Du könntest auf die 12 gehen. Hätte ich nämlich jetzt auch gesagt, vor allem, weil ich von da aus ja auch angreifen kann. Und dann müssen die Spinnen immer hin und her laufen, weil sie laufen jetzt zu dir, dann wechselt der Aggro zu mir und dann kommen die nicht zu mir und laufen aber wieder zwei Felder, wollen angreifen, rallen es nicht, währenddessen kannst du die ganze Zeit schießen, das wird fantastisch. Na, dann gibt's einen, dann auf die 12 bitte. Auf die 12. Wer hat jetzt eigentlich Aggro gezogen, sag mal. Okay, weil du jetzt erst in den Raum gegangen bist, aber ist okay. Wir haben uns gesagt, das entscheidet man. Könnt ihr euch auch ausgucken. Ich hätte ja nur, ich bin ja der Meinung, das kann man für die Regeln vielleicht im Hinterkopf behalten, dass der zuerst angreift, die Aggro kriegt, einfach. Dann hätte er aber zwei Runden lang die Aggro. Nein, das Aggro-Prinzip funktioniert danach halt dann so, wie du es gesagt hast. Aber quasi der Erste, der den Raum betritt, sieht die Monster. Der Zweite kann dann schon entscheiden, ob er zum Beispiel auch angreift. Und wenn er das tut, dann kriegt ab dem Moment, hat er dann die Aggro. Ach so, immer nur wenn jemand Schaden macht. So hätte ich es jetzt verstanden, genau. Und dann könnte man sagen, die Monster bewegen sich sonst halt so logisch wie möglich, bis einer Aggro hat und dann... Aber, das ist ja offen später. Was sagen die Leute in den Kommentaren an dieser Stelle? Aha, so interessant. Genau, okay, genau. Die sagen so, was sind das für Noobs? Das sagen die gerade. Das sagen sie auf jeden Fall. Okay, die Spinnen beginnen. Die Spinnen, das reimt sich. 2 auf den nächstbesten geht die erste Spinne zu und da ist der Martin, ne? Und da wird angegriffen mit 3 Stärke. Wie viel Verteidigung kann der Martin aufbringen? Der Martin kann 2 Verteidigung aufbringen. 0. Er hat 0 Verteidigung. Ja, stimmt. Das heißt, er müsste eine 6 würfeln. Wieso, der hat doch 2? Ach nee, wieso? Nein, ich pass auf. Ich habe eigentlich 1 durch die Kutte. Yeah. Aber durch die Vampirzähne 1 weniger. Gut. So, jetzt muss ich würfeln. Du würfelst gegen. Eigentlich habe ich nur 3 Items, ey. Du würfelst. Du kannst nicht würfeln, oder? Nein, doch, aber du bist doch der Gegner, oder? Ja, aber du würfelst ja, wie gut du verteidigst. Achso, verstehe. Ja, dann würfel ich, alles klar. Das macht einen Schaden. Die zweite Spinne. Zack, zack. Geht zu euch beiden und greift dich an mit ihrer, wie viel? Mit 3 Kraft. Verteidigung hast du? 5 Verteidigung. Warum greift die denn egal, jetzt mich an? Ich denke, die geht auf den Akro-Typen. Nein, der am nahesten dran ist. Und wenn die beide gleich nah sind, dann den Aggro. Gut. Wo war denn die Spinne? War die auf 4 oder war die auf 5? Auf 5. 5, ja. Oder? Dann bist du dran. Eine 2, du würdest damit 2 Kraft absorbieren, also kommt einer durch und kriegst einen Schaden. Gut, ne? und ihr seid beide vergiftet. Was? Naja, das sagt ja die Spinne. Was heißt das? Ich verstehe das mit dem... Am Ende deines Zuges verlierst du nochmal ein HP. Bist dann aber entgiftet. Alles klar. Das wird knapp hier. Ich glaube, bis wir zum Endgegner kommen, wird's krass. Können wir, also... Okay, und jetzt kommt... Jetzt der Muck, oder? Ja. Ja. Und damit ist... Alex ist dran. So. Ich kann ja dem Muck jetzt nachlaufen. Ich kann ja bis zum Feld vom Muck, oder? Ich habe Bewegung 1. Ich würde mir das überlegen. Was, warum? Ich würde erst eine Spinne töten. Jetzt bin ich verwirrt. Warum? Naja, wenn du erst den Muck tötest, hast du immer noch 2 Spinnen, die rumrennen. Ja. Wenn du aber erst eine Spinne tötest, hast du nur noch eine Spinne, die rumrennt und kannst dann den Muck verfolgen. Gut, aber wenn die... Vor allem können wir das zu zweit machen, weil ich mache jetzt meine Spinne auch gleich weg und dann haben wir quasi zu zweit den Muck rum. Okay, dann ist das natürlich... Das war ja gerade die... Ne? Also sobald beide Spinnen tot ist, haut der Muck ab.
Wie? Der haut ab. Wohin steht denn? Da, der ist einfach weg. Das steht doch da. Der, aber Moment mal, wer, in welcher Reihenfolge? Also ich bin jetzt dran, danach sind die zwei Viecher dran, dann ist der Martin dran. Ja. Ah. Dann greife ich den Muck an. Du rennst zum Muck. Ich sehe den fucking Crystal Lizard und ich will ihn jetzt kaputt hauen. Okay. Okay. Das heißt, ich habe 5. Was? 5? 1, 2, 3, 2, 4 kann ich sehen. 5, ja, genau, 5. Bis zu 5 Druck kannst du machen. Okay, ist nur 3. Gut. Geschafft. Den Muck habt ihr besiegt. Und jetzt kriegt er dafür 3? 3 XP. Damit wird ja am Ende des Kampfes 3 Erfahrungspunkte. Gut, okay, dann warte ich noch mit Notieren, meine ich, weißt du, deswegen. Ach du, gut. Okay, jetzt sind die lustigen Monster dran. Die erste Spinne bleibt bei Martin. Ach ja, du kriegst noch Energie abgezogen, weil du vergiftet warst. Alex. Also ich auch, ne? Nee, nur Alex. Okay. Weil ich, ja, okay. Du warst noch nicht dran. Erst am Ende deiner Runde. Und die Spinne greift dich aber wieder an mit 3, also kannst du versuchen zu verteidigen. Du musst eine 6 würfeln. Ja. Hast du aber nicht. Kriegst einen Schaden und bleibst vergiftet. Die Spinne kommt auf dich zu. Genau auf dich zu. Und sie versucht dich zu beißen. Mit 3. Du hast maximal 5, ne? Verteidigung? Nein. Alex? 3. Doch, 5. 4. Du hast recht. Nee. 5, ja. Warte, das ist der falsche Würfel. Du musst mindestens eine 3 würfeln. Ja, es ist der falsche Würfel. Guck an. 5. Ich sehe gar nichts von hier. Doch, hier auf der 4 liegt die auf die 5. Ist blöd gerollert. Echt? Okay, ich glaub euch einfach, weil ihr beide gerade gesagt habt, weil bei mir kam nur der W4 durch gerade. Ja, nee, 5 hat er gewürfelt. Ich guck mal in den Chat. Ja, stimmt, steht hier auch. Ja, tatsächlich, du hast eine 5 gewürfelt. Gut, damit hat die Spinne gar nichts gemacht. Und Martin, du bist dran. Ich darf jetzt angreifen, ne? Ja. Warte mal, jetzt muss ich kurz den Dude nochmal angucken. Guck mal, der hat... Was war nochmal der Stern? Ich hab's mir vergessen, was war der Stern? Der Stern? Bei dem Gegner, Entschuldigung, bei der Gegnerkarte, der Stern oben rechts, das Icon. Die Erfahrungspunkte. Gut. Ja, na dann kann ich ja den mit Magie angreifen, mit meiner Feuerkugel. Das mache ich jetzt. Also das ist dein normaler Angriff, ist nicht dein Skill. Du weißt, wenn Leute in einem Selbstbewusstsein im Spiel haben, wenn aus Fragen Aussagen werden, dann greife ich jetzt an. Ja, nee, doch, ich greife jetzt mit der Feuerkugel an. Okay, na dann, dann würfel mal. Warte. Mir scheißegal, was du würfelst. Trotzdem, macht Spaß. Wuhu! Die Spinne ist tot, du erhältst einen Energiepunkt zurück. Ah, hier, so ein Herz, oder? Wegen deinem Vampir-Krams, ne? Ja. Genau, wegen deinem Vampir. Ah, das ist ja sehr geil. Gut, dein Zug ist vorbei. Ja. Das heißt, du... bist vergiftet und verlierst einen Energiepunkt. Gut, dass ich einen bekomme. Ja. Ich dachte nach jedem Mal Angriff... Kurz, ich muss kurz ein Kind retten. So, wo waren wir denn? Du hast gerade verloren und jetzt ist die Mannschaft wieder dran, der Gegner. Wieso hat er denn verloren? Er hat doch den kaputt gehauen. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum er... Ja, aber er hat doch den durch das Gift. Ein Punkt habe ich verloren. So, okay. Genau. So, Alex, du wirst angegriffen von der Spinne mit 3 und du würfelst jetzt, du hast bis zu 5 Verteidigung. Sehr gut, du wehrst alles ab und bist dran. Ja, ich hau die Spinne kaputt. So, Martin, wir machen jetzt den Kampf zu Ende und dann ist Schicht für heute. Oh, okay. Ja, alle unsere Vorbereitung war in vain. Wir hätten schon direkt zum Boss gehen können. Also wir können, wenn ihr wollt, können wir morgen Nachmittag oder so oder Vormittag weiterspielen. Na, lass uns doch einfach jetzt zum Boss gehen. Wir probieren's. Nein, ich muss jetzt Armut essen gehen. Okay, alles klar. Ja. Ja, ach so, okay. So, ja, gut. Du hast gerade abgewehrt und jetzt bist du dran. Ja, ich wollte würfeln. Also greifst du an, sagst du. Greife an.
Ist ja egal, was du machst, die Spinne ist tot. Sehr gut. Damit habt ihr alles geschafft. Ihr erhaltet geile 5 Erfahrungspunkte. Mit denen, die wir haben, sind das 7, richtig? Ja. Ja, damit kann man da ordentlich was anfangen. Und ich würde sagen, wir beenden die Runde heute. Und in der nächsten Runde geht es dann weiter mit, ihr verbraucht eure 7 geilen Erfahrungspunkte. Genau. Und wenn ich das richtig sehe, kriegt ihr noch Loot, oder? Ja. Das stimmt. Ja. Loot. Den machen wir noch. Den Loot machen wir noch. Ich schreibe mir das. Also, Moment mal, du kannst hier das so speichern, oder was? Das ist immer gespeichert, sozusagen. Echtzeit, ja. Das ist ja crazy. Ja. So, dann könnt ihr euch noch was eine Fusselasse aussuchen. Das machen wir beim nächsten Mal mit dem Loot. Nee, jetzt liegt er doch da schon. Da, wir können auch jetzt schon machen. Wenn noch Zeit ist. Jetzt seid ihr halt gerade drin im Flow. Ja, gut. Also, Moment mal. Ich würde, glaube ich, dann die Stachelplatte nehmen statt dem rostigen Panzer. Bitte, da kriegen wir noch mal einen Punkt mehr, ne? Ein XP. Und ich kann mich, dann. Das ist, der Stern hat hier eine andere Bedeutung. Es tut mir leid. Was? Oder was meinst du gerade mit der XP? Nein, wenn ich den rostigen Panzer verkaufe. Wenn er seine Stachelplatte, seine rostigen Panzer verkauft. Ach so. Ja. Hier ist der rostige Panzer. Ein mehr. Dann haben wir nämlich 8. Stachelplatte her. Okay. Ach so, Moment, da steht schon wieder was drauf. Das ist doch schon bestimmt wieder irgendeine Gemeinheit. Wenn ein Gegner auf deinem Feld steht und dich erfolglos angreift, erhält er einen Schaden. Aha! Du brauchst 4 Schwert, guck mal. Hab ich doch. 4 Schwert brauchst du. Hab ich doch. Ich hab 5 Schwert. So. Oder Moment, sind das Werte, die mein Charakter haben muss? Insgesamt. Ja, ja. Ach so. Also nur das, was auf deiner Charakterkarte steht, das ist. Na, aber du hast, wir haben genug, weil wir haben noch so viele Punkte jetzt. Wir haben 8 XP. Das macht ihr alles morgen? Oder beim nächsten Mal zumindest mal sehen? Ja, zum Boss laufen müssen wir schon noch machen. Lass uns das mal morgen machen. Ich bin, ich habe Zeit. Ja, wir machen das morgen. Wieder gleiche Zeit am besten. Okay, gleiche Zeit, gleicher Ort. Okay, ich muss aber vorher noch fragen, ob ich darf. Okay. Gut, schreibt noch irgendwas in die Kommentare. Ich hoffe, dass euch das Spiel, auch wenn ein bisschen träge war, trotzdem unterhalten hat und wir sehen uns dann morgen wieder. Wir versuchen schließlich das Beste aus dieser harten, koronösen Zeit zu machen. Ja. Ein Arbeitskollege meinte, das ist die Koronalisierung. Oh, ja. Das klingt, ja, ja. Gut. Ja. Dann sagt mal Tschüss. 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 Abonnieren. Liken, Krankenwagen rufen.